meines Erachtens gibt es für dieses Jahr auch wirklich nur zwei Favoriten. Das ist zum einen Cristiano Ronaldo, aber auch zum anderen Manuel Neuer. Und ich bin unheimlich froh, nicht wählen zu müssen. Aber ich glaube, dass wirklich beide auf ihren Positionen das Level ganz nach oben gehoben haben und nochmal einfach eine neue Dimension erfunden haben. Ja, Manuel Neuer mit seinem Torwartspiel, aber auch Cristiano Ronaldo mit seinem Spiel, mit seinen Toren. Und ich wüsste nicht, wen ich wählen müsste. Wenn ich sehr platter wäre, würde ich dieses Jahr zwei goldene Bälle verteilen. Momentan ist es natürlich nicht ganz so einfach, weil ich immer wieder die eine oder kleine Verletzung hatte und jetzt auch wieder vorgestern mit dem Zusammenprall. Und das sind einfach Dinge, die man nicht planen kann. Aber grundsätzlich bin ich auch nicht abgeneigt, über die Saison hinaus bei Real Madrid zu bleiben. Dadurch, dass ich auch nur Angestellter des Vereins bin, wünsche ich mir natürlich auch, dass die besten Spieler mit mir spielen. Und Marco Reus ist definitiv einer der Besten seiner Zunft. Der ist momentan auch vom Pech verfolgt. Er musste die WM verpassen, hat jetzt auch wieder zwei, drei schwere Verletzungen in Folge. Aber wenn er fit ist und gesund ist, ist er ohne Frage auch für mich persönlich einer der besten Spieler, den wir nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit haben.